Schlechte Zeiten, gute Zeiten. Die kommenden Jahre aus der Sicht des Vermögensschutzes. Die Deindustrialisierung Deutschlands droht. Die Konjunkturprognosen gehen nach unten. Was bedeutet das für mich, für Sie und unser Vermögen? Wenn Sie das interessiert, dann schauen Sie das folgende Video. Mein Name ist Joachim Lohner. Ich bin Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht und Gründer und Namensgeber der Dr. Lohner Fachkanzlei für Vermögensschutz. Die Konjunkturprognosen gehen nach unten. Für 2024 sind nur noch 0,1% Wachstum angesagt. Was heißt es schon für den Laien? Nicht viel. Er sieht ja nicht, was dahinter steht. Die ausländischen Direktinvestitionen sind in Deutschland in den letzten 3 Jahren massiv zurückgegangen. Was heißt das? Bisher haben ausländische Firmen immer sehr viel Geld in Deutschland investiert. Davon wurden Arbeitsplätze geschaffen, davon wurden Steuern bezahlt. Letztendlich haben wir viel davon gelebt. Dieser Trend hat sich umgekehrt. Im Jahr 2023 haben deutsche Firmen im Ausland 94,1 Milliarden Euro mehr investiert als ausländische Firmen in Deutschland. In der Summe ist also viel mehr Geld aus Deutschland abgeflossen als reingeflossen. 94,1 Milliarden Euro 2023 haben deutsche Unternehmen mehr im Ausland investiert als ausländische Unternehmen in Deutschland. Das heißt also, Unternehmen investieren weiterhin, aber sie investieren eben nicht mehr in Deutschland. Ist das dramatisch? Könnte doch auch gut sein. In unseren Schlüsselbranchen, Automobil, Maschinenbau, Industriegüter, geben inzwischen 69% der Unternehmen an, dass sie dabei sind, moderat bis sehr stark Aktivitäten ins Ausland zu verlagern. Diese Arbeitsplätze gehen verloren. Freuen sich manche und sagen, ach, Schwerindustrie und alles geht weg, ist doch gut für uns. Ja, ist es das wirklich? Weil das hat doch einen Dominoeffekt. Investieren die Firmen im Ausland und nicht mehr in Deutschland, gehen ja die Arbeitsplätze weg. Naja, 100.000 könnte man ja draus verzichten. Na, wenn es dich betrifft, findest du die Zahlen nicht mehr so prickelnd. Aber es bedeutet doch, wenn diese Firmen gehen, dann gehen auch deren Zulieferer. Und die Zulieferer der Zulieferer. Letztendlich ist es doch ein Dominoeffekt. Schau dir doch die Baubranche an, wo immer mehr Menschen freigesetzt werden, weil nicht mehr gebaut wird. Das führt doch zu Arbeitslosigkeit. Und wozu führt das? Zu weniger Steuereinnahmen. Und wozu führt das? Der Staat hat weniger Geld. Wo kann er es holen? Bei den sozial Starken, also bei den Vermögenden. Wo kann er es nicht holen? Bei den sozial Schwachen. Dort muss er ja eher unterstützen und investieren. Mag ja alles richtig sein, aber das sind die Konsequenzen. Also die simple Logik dahinter ist, wenn der Staat keine Unternehmen mehr hat, die über ihre Arbeitnehmer und deren Zulieferer und Zulieferer hohe Steuereinnahmen generiert, dann muss es ja woanders holen, bei den Vermögenden. Wo sonst? Das ist doch eine ganz simple Logik. Viel mehr Alternativen hat er nicht. Was bedeutet also diese schleichende Industrialisierung für euch und euer Vermögen? Es wird ein Zugriff darauf erfolgen. Der Staat hat keine Alternativen dazu. Das heißt also, ihr müsst euer Vermögen in irgendeiner Art und Weise schützen. Wenn ihr liquides Vermögen habt, dann parkt es im Ausland. Solange wir noch Kapitalverkehrsfreiheit haben, könnte das Geld nach Liechtenstein, in die Schweiz, außerhalb der EU, wo immer ihr wollt, transferieren. Damit spart ihr jetzt nicht Steuern, aber jetzt geht es auch gar nicht in erster Linie um Steuern sparen, sondern es geht um die Verhinderung des Zugriffs darauf. Geld, was im Ausland geparkt ist und dort liegt, dort hat eben der deutsche oder europäische Bürokrat nicht so ohne weiteres den Zugriffsmöglichkeit. Denkt dran, im Herzen Europas liegt Schweiz und auch Liechtenstein, aber sie gehören eben nicht zur politischen EU. Das ist Drittland, Ausland und es ist gar nicht so weit weg. Nun, das geht relativ gut mit liquiden Vermögen, aber es ist schon mal schwierig, wenn ihr Immobilien habt. Weil ihr könnt halt nun mal nicht eure Immobilie auf den Schubkarren stecken und nachts über die Schweizer Grenze
exportieren. Das klappt nicht. Eure Immobilien liegt offen da. Für den Finanzbeamten ist eure Immobilie ein offenes Buch, ein offenes Grundbuch. Es steht ja alles im Register. Also wählt die Schweiz, wählt Liechtenstein. Warum bin ich so ein Freund von Liechtenstein? Also ich bekomme da keine Provision oder Tippgebergelder, deswegen kann ich das sagen, das ist wirklich meine persönliche Überzeugung. Liechtenstein gehört ja zu den 5 Staaten weltweit, die überhaupt keine Staatsschulden haben, wo ein großer Teil der Bevölkerung einschließlich der Fürstenfamilie von Vermögensverwaltung lebt, die ein tolles System aufgebaut haben, dass sie über Doppelbesteuerungsabkommen und bilaterale Verträge mit vielen Staaten der Welt abgesichert haben. Ich bin da ein echter Fan von. Liechtenstein könnt ihr mit dem Auto erreichen. Dann könnt ihr auch Deutsch sprechen. Relativ einfach. Die Liechtensteiner sind stockkonservativ. Das werdet ihr dann feststellen, wenn ihr mit Banken und Treuhändern verhandelt. Das ist wie bei uns vor 50 Jahren. Habt ihr Edelmetalle, Schmuck, Diamanten, Kunst, was auch immer, lagert das in einem ausländischen Zollfreilager. Dort kommt ja niemand dran. Macht es meinetwegen in Liechtenstein oder der Schweiz, egal. Ich komme immer wieder auf dieselben Länder. Natürlich, ich wohne in der Nähe und sehe das ja jeden Tag. Das ist problemlos für euch möglich. Das ist auch keine Steuerhinterziehung. Wenn ihr Gold oder Diamanten in einem meinetwegen liechtensteinischen Zollfreilager habt, das wirft ja keine Rendite ab. Und da es keine Rendite abwirft, ist da auch nichts zu versteuern. Und da wir noch keine Vermögenssteuer und noch kein Vermögensregister haben, müsst ihr das auch nirgends angeben. Ihr könnt es aber angeben. Ihr könnt sagen, ja, ich habe 100 Kilo Gold in Liechtenstein. Der Staat kommt nicht dran. Liechtenstein gehört zwar zum EWR-Raum, aber nicht zur EU. Da geht es um die Zugriffsverhinderung, nicht um Steuerersparnis. Wenn ihr dort aber Teile eures Vermögens deponiert habt, dann weiht bitte irgendjemand aus eurer Familie ein. Denn tut ihr das nicht, wie manche meiner Kunden, dann ist bei eurem Tod das Problem, dass niemand weiß, wo ihr euer Vermögen in Sicherheit gebracht habt. Dann ist es weg, dann war eure Vermögensschutzmaßnahme ziemlich sinnlos. Erlebe ich immer wieder. Sei schlau, mach dich arm. Teile dein Vermögen auf zwischen Familienangehörigen, Organisationen. Verteile dein Vermögen auf juristische und natürliche Personen. Vermögen muss einem nicht gehören, um es zu nutzen. Das predige ich immer wieder, das gilt nach wie vor. Wichtig ist, dass ihr es genießen könnt, nicht, dass ihr der Rechtsträger seid. Und habt ihr also nichts, dann ist es egal. Wenn ihr dann in einem Schloss wohnt und einen Lamborghini fahrt und eine, Rolex oder ähnliches am Armgelenk tragt und jemand kommt und fragt und will das euch wegpfänden, weil ihr ja in der Vermögenssteuererklärung überall nur Null angegeben habt, dann sagt ihr eben, ja, das Schloss gehört mir nicht und der Lamborghini gehört mir nicht und die Uhr gehört mir auch nicht, die Patek Philippe oder was. Alles nur gemietet. Ja, von wem habt ihr es gemietet? Von einer Stiftung, eurer Stiftung. Das geht in Deutschland, noch besser in Liechtenstein. Aber es muss ja nicht gleich eine Stiftung sein. Ihr könnt ja ein ähnliches Konstrukt machen in einem Verein oder in einer ausländischen GmbH. Das spielt da letztendlich keine Rolle. Ihr könnt auch Holdingstrukturen nutzen. Also diversifiziert, verteilt euer Vermögen. Seid schlau. Sonst zahlt ihr am Schluss eine Dummensteuer. Ist das nicht unsozial oder sogar asozial? Ist das nicht die Rette-sich-wer-kann-Mentalität? Glaubt mir, ich habe viel mit vermögenden Menschen zu tun. Auch die sehen die Probleme der sozial Schwachen und haben ein Herz für diese. Das ist nicht das Privileg von Gutmenschen. Andere sehen das schon auch. Nur der Unternehmer oder der Vermögende möchte gerne selbst bestimmen, was mit seinem Geld passiert. Er will es gerade nicht in den Topf irgendeines Staates, muss ja nicht der Deutsche sein, sondern irgendeines Staates stecken, damit es dort verdunkt wird. Er will, dass sein Geld dort ankommt, wo es auch Früchte trägt und Nutzen bringt. Wir alle wissen, dass weltweit die Gelder nie zu 100% dort ankommen, wo sie hingehören. Sie landen zu einem ganz großen Teil in den Taschen der Ausbeuter. Und Ausbeuter,
gibt es in jeder sozialen Schicht. Die gibt es unter sehr reichen Menschen und die gibt es unter sehr armen Menschen. Das ist Mentalitätssache. Die Taschen sind immer tief. Irgendjemand geht immer dazwischen. Aber ein vermögender Mensch kann ja mit dem Vermögen auch etwas Sinnvolles tun. Er kann auch Aufgaben übernehmen, die der Staat nicht finanzieren kann oder nicht finanzieren will. Er gründet dann meinetwegen eine gemeinnützige Organisation, einen gemeinnützigen Verein, eine gemeinnützige GmbH, eine gemeinnützige Stiftung und setzt sein Geld dort ein, wo er es für sinnvoll hält. Auch das ist Vermögensschutz. Ein Grund, warum ich Stiftungen so liebe, ist natürlich auch die Gemeinnützigkeit von Stiftungen. Nicht der Familienstiftung, die ist privatnützig. Jetzt rede ich mal von gemeinnützigen Stiftungen. Damit kann ich wirklich Gutes tun. Und gemeinnützige Stiftungen sind dann insbesondere interessant, wenn ich eben keine Nachfahren habe, sondern relativ alleine dastehe. Natürlich kann man sich entscheiden, sein Geld per Testament irgendwo hinzugeben. Früher war das immer die katholische Kirche, über hunderte von Jahren lang. Deswegen ist die so reich geworden. Das muss ja vielleicht nicht sein. Das kann ja auch der Tierschutzverein sein. Ärzte ohne Grenzen, was weiß ich, was immer ihr unterstützt. Ihr könnt auch euch einen ganz eigenen Zweck suchen, um euer Vermögen sinnvoll einzusetzen. In diesem Sinne, werdet aktiv, kommt ins Tun. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like. Wenn ihr Vermögensschutz auf dem Schirm habt, generell, dann abonniert meinen Kanal, denn da werdet ihr auf alle Themen in diesem Bereich auf dem Laufenden gehalten. Und wenn ihr direkten Bedarf habt, etwas zu tun, dann vereinbart über meine Webseite ein halbstündiges, kostenloses Erstgespräch mit mir. Und dann schauen wir mal gemeinsam, ob und was wir für euch und euer Familienvermögen tun können. In diesem Sinne, euer Joachim Lohner.